Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute einen Linsensalat mit gebratenem grünen Spargel. Brauchen wir dafür Linsen? Wir haben uns für rote Linsen entschieden. Ganz, die sind ja sehr schnell gemacht, das sind ja geschälte Linsen. 5 Minuten kochen, das reicht, ne? Fertig. Grüner Spargel. Wir haben hier den kurzen grünen Spargel, den muss man nicht mehr schälen. Habt ihr den längeren, dann müsst ihr die Enden schälen. Ne? Da, wo es weiß wird, da muss er geschält werden, letztendlich. Ne? Was haben wir noch dabei? Wir haben Chili dabei, wir haben Knoblauch, wir haben Aprikosen, Limette, Nüsse, Radieschen, Schnittlauch, Petersilie, Frühlingslauch. Ja, da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das, was ihr mögt, macht ihr dazu. Ne? Olivenöl und einen Schluck Weißwein. Wir starten theoretisch mit den roten Linsen. Praktisch mit dem Spargel, da wir ihn vorgekocht haben, schneiden den in Stücke. Ne? Ich finde immer ganz schön, wenn man so einen schrägen Schnitt setzt. Olivenöl in die Pfanne und den Spargel hinein. Knoblauch. Hälfte machen wir gebraten, Hälfte machen wir frisch. Bisschen andrücken, dazugeben. Aprikosen haben wir. Passen sehr, sehr gut dazu, gerade wenn das so Richtung orientalisch ist, wie das hier jetzt mit den Linsen. Auch hier, Hälfte Aprikosen werden gleich mit gebraten, Hälfte lassen wir ganz. Was heißt ganz? Also ungebraten. Damit haben wir beide Konsistenzen drin, was immer sehr schön ist. So, der Spargel ist schon mal hier angeschmirgelt. Jetzt löschen wir mit Weißwein ab. Etwas Pfeffer und Salz hinzu. Wenn ihr Kinder mit beim Essen habt, nehmt ihr einfach einen Schluck Wasser. Geht genauso. Weißwein ist natürlich ein bisschen aromatischer, ne? Aber wie gesagt, passt genauso. Aprikosen in Stückchen schneiden. Wieder andünsten lassen. Kommen die Aprikosen mit hinein, also die Hälfte der Aprikosen. Limette unbehandelt. Da reiben wir von der Schale was ab, Zestenreißer oder einfach eine Reibe, grob rüberjagen. Ein bisschen nach Gusto, wie viel Chili ihr mögt, ne? Das mag ich immer gar nicht festmachen, das ist auch sehr unterschiedlich. Ich selber mag es auch nicht zu scharf, bin auch eher der Freund von dezenter Schärfe. Naja, so muss das dann aussehen, ne? Wunderbar. Die Linsen. Schön mit Biss gekocht. Limette. Wenn ihr keine Limette habt, nehmt ihr Zitrone. Ne? Schmeckt auch wunderbar. Limette gibt immer so ein bisschen besonderen Kick, ne? Finde ich. Wenn man es hier mit der Hand macht, ruhig mit dem Löffel da mal so reingehen. Ne? Da kriegt man auch noch den Saft raus, den man sonst nur mit einer Zitronenpresse kriegt. Platz machen, damit ihr was seht. Knoblauch schneiden. Mal so, wie man es gelernt hat als Koch. Etwas Salz drauf. Zerreiben. So macht man eigentlich Knoblauch, ne? Zack. Radieschen. Machen wir jetzt hier mal in Stifte. Das heißt einfach Scheibe schneiden. Und runterschneiden. Jetzt kommt alles so nach und nach hinzu. Frühlingslauch. Schnittlauch. Petersilie. So, alles zum Salat geben. Die Säure müsst ihr gucken, ne? Nach Geschmack, ne? Das ist immer so ein bisschen. So, noch ein paar frische Aprikosen. Wie gesagt, wir haben dann halt sowohl frisches Obst drin, als auch gebraten, wo die
Süße nochmal verstärkt dann ist bei der gebratenen Geschichte. Beides ist wirklich sehr lecker. Schluck Olivenöl hinein. Ein paar Nüsse, Mandeln passen perfekt. Ich habe jetzt hier kleingeschnittene Paranüsse, weil ich meine letzten Mandeln sind heute Morgen im Müsli gelandet. Aber auch Walnüsse schmecken sehr gut oder Haselnüsse. Ne? Das ist einfach so, wie man es wirklich mag. So. Spargel und Aprikosen gebraten hinzu. Unterheben. Und fertig ist er. Wir richten an. Könnt ihr natürlich auch in der Schüssel gleich lassen. Aber ich finde immer schönes Geschirr. Ja, gehört eigentlich dazu, ne? Guck mal hier. Super gesund, super lecker. Ich weiß gar nicht, ob das noch kriegen wir alles rauf. Ja, macht ihr noch ein bisschen glatte Petersilie zur Deko mit rein. Obendrauf. Fertig ist das Ganze. In dem Sinne, bon Appetit wünsche ich euch, euer Biokoch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Ich bin Michael von der Biokoch und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Leckere Salate zum Frühstücken findet ihr auch in unserem Buch. Frühstück mit der Biokoch. Link ist in der Description Box.